Da gibt's aber auch ein tägliches Let's Play dann von dir, ne? Auch jeden. Ja, ja, normal. Und was er damit sagen wollte, ist eigentlich ganz einfach. Ein tägliches Let's Play. Oh, Alter, das ist echt schwer auszusprechen, habe ich das Gefühl. Ein tägliches... Ja, gut, okay, tägliches Let's Play. Ja, gut, okay, tägliches... Alter. Ist anscheinend ein bisschen schwer für mich, weil da gibt es so Zeug, nennt sich Abi und so. Ja, also kurz und knapp, ich habe viel zu viel zu tun. Ich laber schon wieder ewig. Haben wir jetzt nur gedacht, ich mache doch mal gerade ganz kurz was, weil ich gerade so eine Idee hatte. Was dem Ghostlike aus dem Schnitt gerade auffällt ist, damit wollte ich natürlich nicht sagen, dass ich generell keine Videos machen will, sondern so hier und da mal wieder irgendwann, wenn ich halt Bock habe, im Endeffekt, wie ich das halt auch auf meinem ersten Channel mache. Aber definitiv nicht so ein klassisches Let's Play, sondern mal wieder irgendwie so, ja, halt was Besonderes. Was weiß ich, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt mal irgendwie Zeit, ich zähme mir einen Quetz oder einen Giga oder irgend sowas. Und dann nehme ich euch dann halt mit. Ich bin ja so ein Mensch, also gut, Menschen sind wir alle, ne, aber so ein Mensch, der auch gut und gerne mal anderen Leuten ein bisschen Kamera hochstellen, sonst wird es hier grauenhaft, auf dem Server auch mal was helfen will. Zum Beispiel habe ich hier gerade einfach mal so ein Care-Package zusammengestellt. Ich habe nur so das dumpfe Gefühl, dass sich jemand plündert, der nicht der Mensch ist, für den ich das da konzipiert hätte. Aber, Kinnertz, wie wäre es denn, wenn wir eine Art gemeinsames Lager, gemeinsam sonst irgendwas Shit auf diesem wunderbaren Izzy-Tacker vs. Dino-Server hinstellen. Ich wüsste zwar noch nicht so wirklich wo, aber einfach ein Haus, wo Räucherschränke, wo vielleicht sogar ein Gewächshaus mit verdammt vielen Crop-Plots. Alter, diese klassische Let's-Player-Krankheit. Du nimmst was auf mit Facecam und es juckt dich instant irgendwie an der Nase oder keine Ahnung wo. Es ist echt grauenhaft. Also, was ich sagen wollte, mit eben so einem Shit wie Räucherschränken, die halt 24/7 durchlaufen. Sowas habe ich mir nämlich erstmal zusammen basteln müssen und hat mich ehrlich gesagt auch ganz schön abgefuckt. Mit einer Art gemeinsamen Lager, wo man dann zum Beispiel solche Sachen wie... Naja, okay, gut, das kriege ich nicht hin. Na, ist ja okay, in der Putze landen wird doch ein bisschen schwer. Machen wir das von hier oben. Wo man halt einfach Sachen reintut, die man nicht braucht. Ich schätze mal, ihr kennt es, wenn ihr schon ein bisschen länger hier drauf seid. Man kriegt einfach Unmengen an Bögen, an Pikes, an Äxten gedroppt. Ich meine, gut, teilweise... Oha, ich habe hier noch eine Journeyman-Axt rumliegen. Nice. Man kriegt aus irgendwelchen Airdrops den 130. Mammoth-Saddle. Nur habe ich halt keinen Mammut, weil ich einen Biber gezähmt habe und der ist eh viel besser. Also, finde ich zumindest. Oder auch 5 Trazillionen Stego-Sättel. Und das könnte ich halt einfach alles irgendwie in so ein gemeinsames Lager packen. Und ich hoffe mal, dass da nicht so diese ich nehme einfach alles mit, was ich kriegen kann Mentalität wieder durchkommt. Das finde ich übrigens richtig abfuck, dass einfach jedem ausnahmslos alles geklaut wird, wenn er sich mit Sachen auslockt. Ich meine, what the fuck, so Flakrüstung ist ja ganz nett und schön, aber wieso müsst ihr die mitnehmen? Aber wieso soll man die Sachen klauen, wenn man sie auch geschenkt bekommen kann? Also, einfach was ich sagen will, so eine gemeinsame Crafting-Hütte, jeder kann da irgendwie seine Ideen einbringen, was man da so brauchen kann, mit gemeinsamem Lager und einen Haufen Scheiß dazu. Riesenschönes Gewächshaus, so, also riesenschön, ja, kennt ihr, ne? Ist gutes Deutsch, was ich hier wieder performe. Also jetzt nicht so klein und krüppelig und nur halb gewächshausig wie dieses hier, sondern mit mehr. Ach übrigens, kann man ja auch einfach mal fragen und sich hier was mitnehmen. Ne? Also so wäre ich ja nicht drauf, ja. Bevor ich hier noch jemanden wegen einer Kartoffel erschlage. Also ja, ach, was laber ich denn schon wieder? Also wer da Bock drauf hätte, kann das ja einfach mal irgendwie, weiß nicht, in die Kommentare schreiben oder bei mir vorbeischauen oder so. Oder, ich weiß nicht, vielleicht wäre das auch ein Projekt für so einen Stream oder so. Also, dass das Ganze dann Izzy zusammenbastelt. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, tolles Video, ne? Aber es hat kein Badezimmer. Warte mal, fliegt da einfach ein Terran oder nicht? Lel. Wieso hat's denn der so eilig? Naja. Ach, und genau. Habe ich dem Typen da unten schon geschrieben. Hier ist ein riesiger, eingezäunter Bereich mit Plant X. Die beschützen euch vor jedem Blödsinn. Also gut, da ist eine kaputt gegangen. Aber wieso baut ihr nicht hier? Holzt die Steine ab, holzt die Bäume ab und setzt eure Hütte hier hin. Hier ist Platz, Kinnerts. Platz!
Also, ja. Ne, einfach mal machen und dann fragen ist zwar auch nicht die feine Englische, aber hilft. Vor allem in Arg. In diesem Sinne, meine lieben Kinder und Kinderinnen, Schüdelü oder so. Tschüss.